Dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag, ich möchte Sie heute informieren über die Möglichkeit der dauerhaften Ableitung von Nervenwasser. Es gibt verschiedene Erkrankungen, die damit einhergehen, dass sich Nervenwasser im Gehirn aufstaut. Nervenwasser wird natürlicherweise produziert und im gleichen Maße vom Körper wieder aufgenommen. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann es zu einem zu viel an Nervenwasser kommen. Dann wird mitunter die Implantation eines sogenannten VP-Shunts erforderlich. Das ist ein kleiner Silikonschlauch, der letztendlich das Nervenwasser von den Nervenwasserkammern im Kopf bis in den Bauchraum ableitet. Das Ganze wird unter der Haut verlegt, also man sieht nichts davon und dauert nur 45 Minuten, erfordert eine Vollnarkose, ist aber ein Standardeingriff. Wichtig ist vorher festzulegen, ob so eine Ableitung wirklich Ihre Beschwerden lindert. Dafür kann mitunter erforderlich sein, eine sogenannte Probepunktion zu machen. Das heißt, man punktiert im Bereich des Rückens den Nervenwasserraum, der mit dem Kopf in Verbindung steht, lässt zum Beispiel 40 Milliliter Nervenwasser ab und schaut dann einfach, ob Ihre Beschwerden sich in den nächsten Tagen bessern. Das kann mitunter 2-3 Tage dauern, bis diese Verbesserung eintritt. Die wird dann in der Regel nur Tage bis Wochen anhalten, weil es ja eine einmalige Punktion war. Aber wenn das der Fall ist, dass durch diese Punktion sich Ihre Beschwerden, wie zum Beispiel Gangunsicherheit, Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisverschlechterung, wenn sich das nachhaltig bessert, dann wissen wir, dass durch die Nervenwasserpunktion Ihre Beschwerden verursacht wurden oder durch das zu viel an Nervenwasser Ihre Beschwerden verursacht wurden und dass Sie deswegen von so einer dauerhaften Nervenwasserableitung profitieren würden. Das ist also ein Simulationsverfahren, was wir dort anwenden. Der stationäre Aufenthalt für so eine Nervenwasserableitung ist nur 4 bis 5 Tage, die Operation wie gesagt nur 45 Minuten, das ist also alles relativ überschaubar. Die Hauptrisiken bei einer solchen Operation bestehen im Implantat selber. Es ist natürlich ein relativ langer Silikonschlauch, der auch mal abknicken kann oder irgendwo gar reißen kann, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat. Aber das sind Risiken, die man in der Regel gut beherrschen kann und es handelt sich dabei um überhaupt keine lebensgefährliche Operation. Aber dennoch kann man insbesondere auch Gedächtnisverschlechterungen damit häufig gut behandeln. Das Krankheitsbild, was dahinter steht, ist ein sogenannter Hydrocephalus, also übersetzt Wasserkopf, ein zu viel an Nervenwasser. Und man sagt auch, eine Demenz, die aufgrund eines solchen Hydrocephalus entsteht, ist die einzige wirklich behandelbare Demenz, nämlich mit einer solchen Implantation eines VP-Shunts. Gerne möchte ich Sie im persönlichen Gespräch weiter über dieses Krankheitsbild informieren.